angereist. Ich bin so ein bisschen über Applikationskontrolle letztendlich, aber halt auch so Kernelentwicklung maßgeblich und auch für BSD-System erzählen, worauf ich da genau eingehe. Viel halt so Syscall-Kram, Module dafür schreiben und ja, mal schauen. Also es wird halt so, je nachdem wie ich zeitlich vorankomme, vielleicht so 20 Minuten über so ein bisschen Basics und was man so mit Syscall-Modulen machen kann, reden und da so ein bisschen Code zeigen und vielleicht den einen oder anderen praktischen Test, wo man so ein bisschen zeigen kann, dass es auch tatsächlich funktioniert. Und dann halt ein bisschen über App Firewall bzw. App Control, das also hat im Moment so einen Mixnamen, reden, was ich so geschrieben habe und letztendlich dafür sorgen soll, dass irgendwie nicht jede Applikation, nur weil sie irgendwie gestartet wird oder irgendwie auf dem System existiert, einfach irgendwie mit ins Netz laufen darf. Aber dazu dann später mehr. So. Genau, habe ich erzählt. Los geht's. Eine ganz kurze Frage. Entwickelt hier irgendjemand? Hat jemand das hier schon mal gemacht? Irgendwie, mit was für einer Art von Publikum habe ich zu tun? Wie sehr soll ich wo ins Detail gehen? Manchmal Kernel-Module für FreeBSD geschrieben. Gar nicht. Okay. Wie viele Leute hier benutzen FreeBSD oder BSD überhaupt? Ist klar. Gut. Tja. Die Basics. Was ich zumindest ganz gerne unter FreeBSD halt mache, ist einfach irgendwie bei CVS-up die neuesten oder ältesten, je nachdem, was man sich halt holt, sich den Source Code zu schnappen. Der wird dann halt, je nachdem, wie man es konfiguriert hat, da reingeschmissen. Braucht man halt, weil wenn wir Kernelentwicklung machen, will man halt irgendwie auch den Kernel-Code dafür haben. Ne? Ganz klarer Fall. Ansonsten gibt es Leute, die behaupten, Emacs ein Editor. Nein. Also ich benutze gerne Vim. Und es gibt mal so eine Eigenschaft irgendwie unter BSD, beziehungsweise unter FreeBSD, man hat so eigene Makefiles. Das heißt, irgendwie, man kann halt relativ simpel so durch ein präpariertes Makefile, das nimmt einem relativ viel ab. Letztendlich muss man nur noch irgendwie so beim Kernel kurz sagen, hier das C-File, irgendwie vielleicht noch den Header mit rein und schmeißt mir das alles das Modul raus. Das ist relativ schön. Syscall-Module, Module-Arguments, User zu Kernel, andersherum und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Module oder Arten von Modulen. Ne? Also so ein ganz normales Modul, was halt so irgendwie als Treiber geladen wird, darüber will ich nicht reden. Dann gibt es dann auch noch Syscall-Module und darüber möchte ich viel mehr reden. So, was ist ein Syscall? Kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Und da jemand schon irgendwie davon ganz im Arsch war. Und ja, letztendlich ist es halt das, was das Betriebssystem irgendwie auf der besten Schicht macht, was man halt irgendwie maßgeblich benutzt, wenn man irgendwie mit der libc schreibt, ne, wenn man halt in C schreibt. Der Unterschied halt beim Kernel-Encoding ist halt, dass wir letztendlich irgendwie diese Syscalls manipulieren können, beziehungsweise halt irgendwie neue uns dazu basteln können, wie wir das gerne hätten. Und hier sieht man halt, das ist aus dem USA Include. Also das ist das Kanal. Das ist halt eben eine ganz kurze, gekürzte Übersicht. Ich glaube, bei BSD sind wir irgendwie mittlerweile bei, zumindest das Syscall-Nummern bei 450 oder so. Und die sind natürlich nicht alle belegt und es gibt halt auch so ein bisschen eine ältere, die man mittlerweile nicht mehr benutzt, so deprecated. Das ist Syscall-Nummern. Ja, das ist eigentlich relativ cool. Ich weiß nicht, wer irgendwie mal in letzter Zeit oder früher ein bisschen Assembler, so Shellcoding gemacht hat. Ne, da war das ja auch ganz häufig. Und dann, da will man meistens die Nummer nochmal wissen. Ne, also wenn man zum Beispiel irgendwie sich einen schönen Shellcode schreibt, ne, irgendwann wollen wir den also vielleicht sauber beenden lassen, ne, dann werde ich halt am Ende zum Beispiel ein Syscall 1 haben, damit mir irgendwie mein Exploit, meine Shell oder was auch immer danach nicht irgendwie noch callt. Ne. Sieht ja hässlich aus. Ja, Syscalls. Syscall-Module unter FreeBSD. Hier fehlen jetzt die Header-Files, das ist aber nicht so schlimm. Basically sollte das funktionieren, so wie es aussieht. Da oben die Funktion Test. Ja,
man macht nicht besonders viel, aber das ist letztendlich unsere Hauptfunktion. Was man ganz häufig hat, also was generell so ist, ist halt das Struct für den Thread und halt man nennt das Void Arg, wo letztendlich die Syscall-Argumente übergeben werden. Struct Thread gehe ich später nochmal etwas detaillierter ein, weil das ist relativ cool, damit kann man auch viele lustige Sachen machen. Als nächstes haben wir da unten diese Sysend. Das beschreibt letztendlich, wie viele Argumente ich übergeben kann. Also muss man auch so ein bisschen aufpassen. Im Moment steht da 0, das heißt letztendlich nimmt das gar nichts an Argumenten entgegen. Und was regelmäßig passieren kann, auch wenn man es vielleicht ein bisschen länger macht, ist einfach, dass man es da mit der Anzahl der Argumente versaut. Also irgendwie eigentlich 3 Argumente erwartet und trotzdem steht da noch eine 0 oder eine 1 und dann debuggt man die ganze Zeit und wundert sich, was ist denn jetzt los? Warum kommen die Argumente nicht an und dann, ja, also muss man ein bisschen drauf achten. Die nächste Zeile, Static End Offset No Syscall, ist letztendlich dafür da, der Syscall keinen festen Wert zuzuweisen, was irgendwie problematisch sein kann, wenn ich einen Syscall dynamisch einbinde und dann möglicherweise irgendwie einen Offset gebe, der schon belegt ist. Führt zu komischen Sachen. Kernel Crabs, Abstöße. Also, sehr hässlich, deswegen nehmen wir mal Syscall und in dem Fall wird halt zur Laufzeit, wenn das Modul geladen wird, der nächste freie Syscall einfach verwendet. Was jetzt irgendwie so standardmäßig, glaube ich, wenn man jetzt nichts anderes irgendwie geladen hat, Syscall 210 ist. Dann gibt es die Load-Funktion. Was gibt es da zu sagen? Ja, also letztendlich das, was, wenn das Modul geladen wird, hier mit den zwei Optionen, Load und Unload, was dann hier passieren soll, hier in dem Fall nicht relativ viel, sondern man sagt halt einfach hier, Syscall ist geladen, dann da hinten der Offset, damit man halt weiß, wie man das Ding ansprechen kann. Printf, das ist ein bisschen ungünstig, glaube ich, in dem Fall schmeißt das direkt in einen Kernel-Log-File, wenn man nicht unbedingt immer, aber ist halt jetzt so. Und ja. Mehr macht das Ding nicht. Was auf jeden Fall jedes Syscall-Modul braucht, ist diese Deklaration hier. Das in dem Fall stimmt nicht. Was gibt hier? Aha, sehr geil. Also, Syscall ist hier natürlich verkehrt. Weil das Ding heißt ja Test. Also, müsste ersetzt werden, das war von irgendwelchem anderen Code. Hier ist der Offset. Die Sysend. Und was soll ausgeführt werden bei dem Handler? Load. Und dann kümmert sich das um den Rest und das ist, weiß ich nicht mehr. Aber ist in dem Fall auch nicht wirklich notwendig. Also, brauchen wir nicht. Gibt es irgendwelche Fragen dazu, die ich möglicherweise beantworten könnte? Gut, weiter geht's. Modulargumente. Bei dem anderen Code, den ich gerade gezeigt habe, sind letztendlich keine Argumente übergeben worden. Der Code hier ist Teil von Firewall, über das ich nachher noch reden möchte. Und das ist jetzt ja, letztendlich ein Beispiel, wie man Argumente aufbauen kann, beziehungsweise wie man das übergeben kann. In dem Fall haben wir jetzt eben hier die Firewall-Argumente. 4 Stück. Das wird in also wird halt wirklich als Struktur aufgebaut und das wird halt in dem Moment interessant. Hier hätten wir dann die eigentliche Funktion, weil wenn der Syscall nachher gecallt wird, werden halt erstmal die Syscall-Argumente so übergeben und zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich hier unten, wird das Ganze dann halt letztendlich übertragen. Das heißt, wir wollen uns dann halt hier, wir geben halt praktisch ein OAP, die befüllen die halt mit den Syscall-Argumenten. Also halt, ja, so bekomme ich den Kram praktisch erstmal in meine Struktur rein und später müssen wir dann allerdings noch ein bisschen mehr kopieren, weil es einen Unterschied gibt zwischen Kernel und Userland. Aber da komme ich dann noch dazu. Genau. Und hier sieht man dann halt letztendlich auch, wir haben halt 4 Argumente und hier 1, 2, 3, 4. Generell will man hier eigentlich nicht so viele Argumente haben. Ich könnte die auch runterkürzen, das sollte ich auch früher oder später mal tun. So, ich denke, 2 oder 3 sollten reichen. Ja, im Moment sind es halt noch 4. Und wenn es für Firewall jetzt eine libc-Implementation gäbe, also dass man über libc callen könnte, dann würde es halt so aussehen. Ich habe das jetzt hier nochmal so aufgemalt, damit man sich halt eine Vorstellung machen kann, um nochmal die Brücke zu schlagen zwischen einem eigentlichen Syscall, wie zum Beispiel Open, hat man auch, hat man halt den
Start, dann hier irgendwie den Mode, in dem man das Ganze öffnen möchte. Und ja, so würde das halt aussehen, wenn wir jetzt halt irgendeinen anderen Syscall bauen würden, der zum Beispiel nur zwei Argumente hätte, dann hätte man ja den hier noch zwei. So. Ja. Das ist erst nochmal skippig. Genau, User to Current. Es gibt halt, es sind halt unterschiedliche Spaces. Ich kann nicht unbedingt, oder nee, ich sollte nicht, man kann nicht auf Objekte so einfach im Username zugreifen oder andersrum. Das heißt, ich muss halt entweder die Daten, die sich im Username befinden, irgendwie ins Kernel-Land kopieren, beziehungsweise wenn ich im Kernel-Land irgendwelche Informationen habe, die ich irgendwie an Prozesse, Demons, was auch immer, die halt im Kernel-Land, im Userland irgendwie rumhängen, Daten ausgeben sollen dort und sie halt irgendwie hin und her transferieren. Und der BSD kann ich dann dafür Copy-In und Copy-In-Stream und Copy-Out-Stream nehmen. Und das hier dann ist dann relativ simpel und straightforward. Also erstmal initiiere ich das halt im Kernel-Land und dann kopiere ich mir halt den String in dem Fall. Das ist hier von dem Syscall, kopiere ich halt meine Variable, Länge und ja, null. Müsste ich jetzt auch in meinem Page gucken, welches Feld das war, aber wie gesagt, ist relativ straightforward. Muss man auch drauf achten. Gut. Jetzt werde ich irgendwie mal so zwei, drei Sachen zeigen, die so ein bisschen praktischer sind. Und zwar das Load-Modul. Wenn man irgendwie so C-codet, passiert einem das ja schon mal, dass man irgendwie so in die Include-Files reinguckt. Allerdings ist mir das nicht so wie jetzt bei der Kernel-Programmierung, wie sich das also eingestellt hat, gegangen, jemals als ich vorher irgendwie so ein Userland gecodet habe. Man hängt eigentlich die gesamte Zeit irgendwie in den Include-Files rum und schaut sich irgendwie an, was sie da eigentlich gemacht haben. Ja, da verwendet man schon relativ viel Zeit mit. Für das jetzt gleich folgende Beispiel möchte ich schon ein bisschen hier so auf Sprock-Portal eingehen. Das ist historisch gewachsen, denke ich, früher. Also es gab einen relativ großen Switch irgendwie von FreeBSD 5 also zu 6. Damals sahen die Strukturen alle noch so ein bisschen anders aus und ich glaube ab 6 hat man halt, wurde nicht mehr PROC übergeben als Hauptding, sondern halt FRET. Und deswegen heißt es wahrscheinlich auch immer noch PROC, obwohl maßgeblich halt erst dann FRET irgendwie in so einem Syscall angesprochen wird. Naja. Das können wir uns jetzt irgendwie mal ein bisschen genauer angucken. Das ist ein Include-File. Jetzt switche ich mal aus einem anderen System. Zurück. Ja, kann man gut lesen. Sehr schön. Ist relativ viel. Also das Interessante ist, ich persönlich habe da eigentlich immer so ein bisschen Spaß dran, irgendwie zu gucken, was kann man denn damit eigentlich alles machen. Irgendwie welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich irgendwie im Kernel-Land rumhänge und irgendwelche Prozesse am Laufen habe, die weiß nicht, zu manipulieren, damit ein bisschen herzuspielen. Beziehungsweise, wie komme ich eigentlich über diesen Prozess zu anderen Eigenschaften und zu anderen Manipulationswegen für das System oder an bestimmte Informationen. Ja, und da ist FRET jetzt in dem Fall interessant, vor allem für das Modul, was ich noch zeigen möchte, ist diese Struktur interessant, und zwar der PROC, da geht es halt um den assoziierten Prozess. Ja, wir haben aber jede Menge andere Geschichten. Also TELQ übrigens, das ist also eine Q, wird unter FreeBSD wahrscheinlich auch mal recht viel benutzt. Und ist letztendlich, ja, man kann halt durch diese Queues mit verschiedenen Makros sich arbeiten, also die Listen. Von halt, wenn ich irgendwas suche, sage ich halt so aus der List for each zum Beispiel, und dann renne ich ja durch die Liste durch, oder durch die Queue, und suche mir halt dann je nach den Eigenschaften, je nachdem, was ich suche, das alles, was ich haben will, um es weiter zu verarbeiten. Mal schauen, vielleicht haben wir noch irgendwas anderes Interessantes hier drin, so auf Anhieb. Naja, dann machen wir weiter. Hier unten ist nämlich irgendwo Ausdruck Proc.
Ja, geht's mit Struct weiter. Ich führe das jetzt gleich folgende Modul, ist wiederum eine weitere Struktur. Recht interessant. Also man sieht, man fährt hier irgendwie von, man geht halt von Struktur zur Struktur zur Struktur und findet halt dann irgendwann möglicherweise mal das, was für einen selber interessant ist. Und hier würde es dann weitergehen an GoCred für die Credentials, beziehungsweise halt, wie es hier hinten ganz genau steht, Process Owner's Identity. Was sich und so, ja. Ja, jetzt sieht man natürlich schon, okay, hier gibt es dann halt irgendwie die ID oder die User-ID und die Gruppe, in der man sich befindet. So verschiedene andere Eigenschaften, wie irgendwie, wenn ich in der JL oder was auch immer. Gut, und das ist jetzt letztendlich ja, so ein kleines Demo-Modul, beziehungsweise der interessante Code davon. Der, ich weiß übrigens nicht, was ich hier gemacht habe. Keine Ahnung. Das dreifach hält besser offensichtlich. Und letztendlich, was dieses Modul halt macht, wo man ganz klar sieht, ich denke, das ist recht offensichtlich, oder? Das steht ja auch nochmal rein letztendlich. Es gibt halt denjenigen, der diesen Syscall-Code einfach ruht. Ja, wird jetzt nicht weiter überprüft, ob das ein bestimmter User da ist oder so. Ja, das darf halt jeder machen. Und dann wird dann halt parallel auch gleich noch ausgegeben. Hier, du warst früher mal die Caller-ID und bist halt jetzt diese Caller-ID. Warum ich da die Menü-ID geschrieben habe, ist mir nicht ganz klar. Aber das ist letztendlich das, was es tut. Und zwar die UID anpassen. Laufzeit. Syscall.at 210. Das habe ich nicht mal als ein unprivilegierter User ein. Es gibt mal ein ziemlich cooles Feature von Perl, wo man relativ einfach Syscall scoren kann. Das ist ziemlich cool. So, und jetzt kann ich halt diesen Syscall einfach direkt. Und ja. Aber der Prozess hat ein bisschen gut gekriegt. Fand ich damals ziemlich cool irgendwie, fand ich zum Herspielen und so und irgendwie, sag mal so, auch das Erfolgserlebnis, so wenn man damit anfängt, auch cool, man kann doch schon relativ schnell irgendwie Sachen schon manipulieren. Das ist schon, ja, hat Spaß gemacht und das funktioniert halt dadurch schon ganz gut. Man muss natürlich darauf achten, wenn man anfängt, irgendwie da im Kontinent umherzuspielen und die Funktionsweise halt anzupassen, dass das Ganze einem natürlich auch recht schnell in die Ohren fliegen kann. Soweit. Nope. Okay. Ja, eine andere Geschichte. Wir reden ja auch so ein bisschen über Netzwerke, Protokolle, Netzwerkprotokolle, in dem Fall natürlich TCP. Das ist letztendlich einfach nur ein einfaches Kuppelspiel, um zu zeigen, dass man natürlich auch irgendwie solche Sachen manipulieren kann. In dem Fall hier ist es kein ich fange ja anders an. Also, im Grunde auch recht straightforward. Also, hier haben wir halt unsere Definition des Magic Ports. Das hier könnt ihr total vergessen, weil letztendlich wird er nichts übergeben. Wir nur dazu konzentrieren wir also mehr hier auf. Das ist hier die Funktion, die gecallt wird. Hier wird wieder Friend übergeben, das ist kein Arguments und so weiter. Open F. Und hier haben wir diese Geschichte mit List for Each. Das heißt, hier wird letztendlich das ist eine Überprüfung der tatsächlich gerade existierenden aktiven Verbindungen zu dem System. Und weil wir alle wissen, dass dieser Port recht böse ist, wenn man natürlich nicht das irgendein System sich dazu dem, also dessen
Abkommen der Port von einem anderen System ist. Und deswegen überprüft er natürlich, ob dieser Port irgendwie sich jetzt zu einem eigenen System verbunden hat. Ganz klarer Fall. Da die eigentliche Magic findet halt hier statt. Ne? Und hier hat man wieder dieses Ding von Struktur zu, ne? Also bis irgendwann. Und in dem Fall hier, F-Port steht halt für Following Port. Das ist so definiert. Ja. So, das heißt letztendlich, was dieses Modul macht, ist, es geht eigentlich nur durch die Connection Table durch, die halt im Kernland existiert. Und checkt halt, gibt es ein System, das sich gerade zu uns verbunden hat, wo der Source Port dieses Systems halt 666 ist. Das kann ich auch mal kurz demonstrieren. Hier gibt es irgendeinen komischen Faktor. Keine Ahnung. Das wird geladen, wird auch gleich wieder entladen. Ich habe das gestern mal noch schnell als Demo fertig geschrieben, also ich müsste noch mal ein bisschen gucken, warum das jetzt passiert. Aber das Modul ist trotzdem geladen. Und wenn man jetzt halt. Man braucht ja halt dafür auch ein Kollegen. Ich weiß nicht, kennt jemand noch RS-Hanna? Benutzt das auch noch? Oder gibt es wahrscheinlich gibt's Umgebungen, in denen du das noch benutzt? Ah ja. Ja, genau. Das ist richtig großartig. Da habe ich damals auch echt nicht recht geguckt, als ich tatsächlich in Python irgendwie einen Layer geschrieben habe für RSH. Weil dann sage ich, Moment. Und dann merkt man so, wo das herkommt. Ne? So, wenn Leute so früher RSH benutzt haben, dann sieht man, okay, die mussten gut irgendwie auf der Kiste sein. Und ein Protokoll, das 20 Jahre alt ist, ich meine, da war halt nicht jeder gut irgendwie aus so einer Dose. Ne? Das heißt halt so, diese man sieht halt dadurch an, so das kam mir immer so vor wie so eine Implementierung, so ein weiterer Security-Layer, ne? Der heute natürlich total absurd ist, weil irgendwie jeder seinen eigenen Desktop-Rechner hat irgendwie und halt darauf root sein kann. Aber ich meine, damals auf den größeren Kisten war nicht jeder root. Naja, genau, deswegen brauchen wir jetzt hier auch tatsächlich Root. Das fällt mir dabei immer wieder ein, weil man sich ja doch heutzutage ein bisschen wundert, ne, wenn man sich mit irgendeinem Daemon verbinden möchte und man braucht irgendwie halt kleinseitig dafür Root-Rechte. Schon ziemlich lustig. Man kann natürlich seinen Kernel anpassen, könnte man ja auch machen und sagen, hey, Port 666 abgehen darf auch der User mit der ID. Oder wir können generell sagen, alle User irgendwie dürfen auch Ports unter 1024 aufmachen. Will man aber nicht. Könnte. Gut. Also. Ich sehe. Super. So. Gut. Also, wir haben das Binding, sehr schön. Jetzt machen wir unser Scroll. Okay, so, und man sieht halt alles klar. Das ist dann am Start. Sehr schön. Ist ja nur das Beispiel. Das heißt, letztendlich kann man ja alles Mögliche dran machen. Kommt dann darauf an, was man eigentlich, warum man das tut. Ne? Also ich sag mal so aus dem Anti-Security bzw. Hacker-Sicht oder Rootkit-Sicht ist natürlich ganz offensichtlich, was man machen könnte, den Port aus der Liste löschen. Wäre letztendlich dasselbe Prinzip. An der Stelle würde halt dann bei List for Each noch irgendwo, wenn man halt den passenden Eintrag gefunden hat, würde dann halt hier nicht Even Port, sondern irgendwie sowas wie List Remove. Möglicherweise will man dann aber noch irgendwie diese, das Ganze blocken, damit irgendwie es dann nicht vielleicht eine Race Condition oder sonst irgendwas gibt. Aber tja, dann ist er raus aus der Tabelle. Und dafür könnte das interessant sein. Gut. Und jetzt eigentlich mal das eigentliche Syscall-Hooking.
viele Leute wissen, was Cisco Networking ist? Okay, cool. Für den Rest will ich trotzdem nochmal erzählen. Also letztendlich, ich weiß nicht, wer das irgendwie original publiziert hat. Es gab jede Menge Leute, die sich irgendwie damit beschäftigt haben, und meines Wissens nach, so zumindest die Quellen, die ich dazu kenne, waren halt alles irgendwie sogenannte Hacker, ne? Also aus dem Umfeld, und die sich mit Cisco Networking beschäftigt haben. Ja. Nein. Okay. Also Leute maßgeblich halt fürs Rootkit schreiben oder um bestimmte Daten irgendwie möglicherweise zu verstecken. Oder kann man dir helfen? Lars Hartmann. Lars Hartmann in diesem Raum. Nein. Danke. So, also zurück zum Thema. Ja, kommt so natürlich aus der Rootkit-Geschichte, soweit ich das zumindest weiß. Und da gibt es ja so noch verschiedene Leute, die in dem Bereich irgendwie sich doch sehr beliebt bzw. durch ihre Arbeiten bekannt geworden sind. Also Stephanie Winger, Pragmatik, Silvio Cesar, SD Direkt. Also es gibt so ein paar Leute, und die da doch stealth viel Zeit mit verbracht haben. Und das mache ich letztendlich bei Cisco Networking. Was ein Cisco ist, hatten wir ja schon das Thema, und letztendlich Cisco Networking ist, ich nehme diesen Cisco und passe mir dementsprechend an, wie ich das möchte. Das heißt, ich ändere letztendlich die Cisco-Tabelle und leite diesen Cisco um auf einen eigenen, den ich geschrieben habe, damit er halt jetzt dementsprechend arbeitet, wie ich das gerne möchte. Jetzt möchte ich nur ganz kurz an dem Beispiel von XMV mal zeigen. Wobei, man macht überhaupt nichts viel anderes als ein Log ausgeben. Aber, also letztendlich, heißt dann hier unser Exit Cook. Hier haben wir wieder so die Argumente, die halt übergeben werden. Sind ein paar Sachen rausgelöscht, haben wir aufgrund vom Platzmangel. Letztendlich ist nur das hier angefügt. Man sagt halt jetzt hier, Log ist eine Funktion von Cisco, beziehungsweise kann man direkt, gibt auch da so ein Interface und kann eben direkt im Log-Level Debug das Ganze dann rausschmeißen. Und das, was dieser Cisco jetzt eigentlich nur macht, ist, es schaut halt, welche Applikation wird ausgeführt. Und gibt das halt damit extra aus. Man kann natürlich komplett andere Sachen machen, je nachdem, was man irgendwie, warum man das Ganze hockt. Man könnte zum Beispiel die Ausführung von bestimmten Tools Binaries für bestimmte IDs verbieten oder dann irgendeinen anderen Prozess antreten, man kann diese austauschen. Also ich sag mal, alles, wenn man Cisco Networking betreibt, das Einzige, was einem da halt auffällt, ist irgendwie so die eigene Fantasie und halt die Zeit, wie lange man schon im Kernel verbracht hat. Alles andere, letztendlich ist alles möglich. Man kann sich das anpassen, wie man es gerne hätte. Der Unterschied, beziehungsweise der interessante Part, ist halt hier unten nochmal, in dem halt letztendlich der Hook bzw. die Cisco-Tabelle angepasst wird. Und anstatt auf einmal von SysXMV, das ist halt unser Hook jetzt hier eingetragen wird. Und weil wir dann nicht möchten, dass sich das System danach wieder auf die Fresse packt, wenn wir den Cisco entladen, wird das beim Anloaden wieder zurückgeschrieben. Ist ein bisschen unpraktisch. Wenn der Code nicht mehr da ist, ne, und dann irgendwie jemand ein Programm ausführen will. Ja, irgendwie blöd. Ja. Habe ich irgendwas für Cisco Networking vergessen? Irgendjemand? Ich weiß das. Ich wüsste es jetzt auch nicht. Ja. Gut. Das war eigentlich jetzt, soweit es ging, ja, so ein kleiner Abriss so über so Cisco Modul und so weiter. Jetzt bin ich eigentlich mal zu einem Hauptthema, wie ich zumindest angekündigt habe, kommen. Und zwar zu Firewall bzw. Control. Es ist halt, das, was ich da jetzt geguckt habe, ist eigentlich keine, also ist in dem Sinne erstmal keine Firewall. Ich meine, dafür gibt es welche. Ich brauche keine neue Firewall irgendwie für ein FreeBSD oder überhaupt für ein BSD-System schreiben, weil PF und IPFW sind ja mal doch ausreichend. Letztendlich war mein Ziel, ein Tool zu coden, was in der Lage ist,
irgendwelchen Programmen, die man halt in unserem System hat, den Zugriff, den Netzwerkzugriff erstmal primär zu verbieten. Aus verschiedenen Gründen natürlich. Ich meine, jeder, der schon mal Windows benutzt hat, kennt ja diese gesamten Personal Firewalls, die es dort gibt, die durchaus nett sein können, wenn man mal irgendwie sagt, so ja, na klar, will ich jetzt nicht irgendwie das frisch installierte Tool, das mir da gerade von Software runtergeladen habe, sofort irgendwie sich da mit dem Server verbindet und irgendwelche Blödsinn austauscht. Ich meine, ich möchte ja nicht unbedingt, dass irgendwelche Daten, die ich auch nicht mehr kenne, beziehungsweise ein Programm, was nicht zwingend Netzwerkzugriff benötigt, diesen so einfach rausgeben. Ja, und das ist letztendlich eines der Hauptziele, beziehungsweise auch im Moment von der Implementierung her, was es machen soll, letztendlich den geneigten Systemadministrator. Sein System so zu konfigurieren, beziehungsweise Usern und die Applikation für diesen User halt Rechte zu geben, beziehungsweise zu entziehen, die auf Netzwerk zugreifen zu dürfen. Ja. Da muss man aber schauen. Also es gibt ja irgendwie, ich bin leider nicht so viel in der Windows-Welt unterwegs. Ich habe mir aber sagen lassen, dass jede Menge Leute die verschiedensten Möglichkeiten gefunden haben, um dort sogenannte Personal Firewalls irgendwie zu umgehen und halt trotzdem irgendwie Netzwerkzugriff zu bekommen für irgendwelche Malware oder was auch immer sie da auf dem System dann einschleusen wollten oder eingeschlossen haben, um halt irgendwie doch Netzwerkzugriff zu haben. Das heißt, ich bin tatsächlich gespannt, wenn sich das Ganze so ein bisschen, das Tool so ein bisschen weiterentwickelt, welche neuen Sicherheitsmechanismen oder was man noch so alles bedenken muss und mit einbauen sollte, damit ein einfaches Umgehen zumindest nicht möglich ist. Ja, damit sozusagen man zumindest damit man zumindest ein gutes Gefühl hat, wenn man das Ganze benutzt. Ja. Gut. Relativ offensichtlich. Ne? Es gibt halt letztendlich im Moment so drei wirklich interessante Dateien, wenn man das Ganze ausführen will. Das eine, der fehlt beim Kernmodul hinten noch das K.O. oder wenn es kompiliert ist. Das ist das Modul. Dann gibt es halt ein User-Tool. Da steht im Moment dahinter ein D, ist aber noch kein D. Das ist letztendlich nur ein Python-Skript, was die Konfiguration setzt. Ich arbeite bei dem Modul viel mit das Control bzw. mit zur Laufzeit manipulierbaren Einträgen. Weiß jeder, was das Control ist? Beziehungsweise da. Gut, sehr schön. Und die werden halt in dem Fall gesetzt. Und sind dann eben auch zur Laufzeit manipulierbar. Wobei ich es im Moment tatsächlich vorziehe, für eine neue Konfiguration ist es im Moment zumindest auch so vorgesehen, das Modul komplett zu entladen und wieder neu zu laden. Also man kann im Moment, ist es nicht vorgesehen, sage ich mal, zur Laufzeit im Moment einen kompletten neuen User-Eintrag zum Beispiel zu machen oder einen kompletten Applikationsantrag. Letztendlich ist es für spätere Versionen sollte das schon machbar sein, im Moment ist es aber so zur Laufzeit geladen und dann müssen die Regeln halt, sollten sie so bleiben oder, also zumindest keine neuen Einträge, aber man kann natürlich bereits existierende Einträge anpassen. Manchmal, dafür haben wir das Control. So, dann gibt es die Konfigurationsdatei. Dann will ich dann nachher, denke ich, mal kurz irgendwie reinschauen. So, gut, Use Cases ist halt die Frage, was man damit machen will, beziehungsweise was man so ist. Ne? Es gibt sicherlich viele Anwendungen so im Serverbereich. Wenn man zum Beispiel einen Apache hat und man irgendeine der großartigen Skriptsprachen, die häufiger mal anfällig sind für Angriffe oder für unsichere Skripte. Und dann hat man natürlich den Vorteil, dass wenn auf dem System in dem Fall nur Apache erlaubt ist, als Daemon, dass natürlich immer noch Code innerhalb des Apaches ausgeführt werden kann, ganz klar, beziehungsweise halt durch den Interpreter. Aber irgendeine Bindshell oder eine Reverse Connect Shell, die hochgeladen wird, möglicherweise sogar Perl oder eben alles andere, was halt am Netzwerk zu gefahren will, ist halt nicht mehr ausführbar in dem Fall. Ja, und dann eben ganz klar Desktop-Systeme. Gut, jetzt gehst du ein bisschen darauf ein, was letztendlich, wie das intern so funktioniert. Ich gucke unter anderem Connect. Jetzt gerade hauptsächlich für so zu gucken, wo eigentlich die Verbindungen hingehen. Man kann natürlich dann darüber noch deutlich mehr machen. Ne? Also es ist so, natürlich ein Lookups für den Namen. Dann ist irgendwann mal bei den Firmen geplant, dass man schon sowas machen kann, dass man halt sagen kann, okay, Firefox darf sich auf jeden Fall irgendwie zu
Shitstorm verbinden und zu Google vielleicht auch, aber ich will nicht, dass er jetzt mit dem bösen System da hinten redet. Ich will jetzt auch nicht irgendwie, wenn Firefox sich startet, weil ich irgendwie es nicht ausgestellt habe, sich erstmal zum Mozilla-Org verbindet, also da erstmal nach Updates guckt oder so. Dann will ich dann halt irgendwie, dass es jemand, dass ich das erst freischalte. Also tatsächlich so ein bisschen, vielleicht hat ja irgendjemand mal irgendwann Lust, so eine schicke GUI dafür zu schreiben, so einen Monat, wenn es dann drüber ist, oder in 2 Monaten, wenn es dann vielleicht so die Grundfunktion dafür auch gibt, dass man das machen kann. Dass sich dann vielleicht irgendwann so ein schickes Fenster öffnet, wollen Sie das? Aber natürlich ist auch, sollte es durchaus so sein, dass einem dieses Ding nicht auf den Sender geht und man auch einfach sagen kann, ja, hier darf jetzt alles oder darf nichts. Das wären dann halt eben letztendlich die IP-basierten Zugriffslisten, die man dann benutzen könnte. Ist aber im Moment nicht implementiert. Wäre eine weitere Möglichkeit. Das ist der Code dazu, aber wie gesagt, da gibt es nicht so viel zu sagen. Letztendlich gibt es da halt die Identifizierung, was es für eine IP-Adresse ist und noch eine Login dazu. Das war es eigentlich schon. Gut, das Socket Hooking. Ja, im Moment funktioniert es für IPv4, IPv6 und auf Unix noch nicht. Muss man halt auch mal schauen. Ich habe mich bei AFUNIX, weiß ich noch nicht genau, wie ich das machen will. Also so von der Programmiererseite ist es nicht so schwierig. Das ist halt eher so die Frage, worauf man achten sollte, wenn man AFUNIX blockt oder halt bestimmte Sachen, also halt lokale Geschichten irgendwie blockt oder halt eben nicht blockt, so, und was da wirklich gebraucht wird und was nicht. Nur mal schauen. IPv6, wie gesagt, fehlt noch, wie IPv4 funktioniert. Letztendlich funktioniert es ja so. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal zum Beispiel das ToNetKit, wenn ich halt jetzt aktiv habe und ich will irgendwie mich irgendwo verbinden, was also die Grundeigenschaft dieses Tools ist, haben wir halt erstmal das Exec. Das heißt, das Ganze wird halt irgendwie auf Kernel-Ebene ausgeführt und dann irgendwann gibt es halt in diesem Code so die Info, okay, ich würde jetzt gerne ein Socket aufmachen. Genau an der Stelle kommt dann halt jetzt dieses Socket-Hooking ins Spiel, wo ich halt letztendlich sage, okay, schauen wir mal, wer will damit jetzt eigentlich drauf zugreifen. Und ist es dann erlaubt oder ist es nicht? Das heißt, letztendlich kommt eine Information und eine Liste rein. Wer ist es? Was ist es? Und ist dieses Tool erlaubt, das Socket, der richtige Ansprechpartner, das Ganze zu überprüfen? Genau. Und ich gehe jetzt auch noch exakt wie, um halt zu checken, okay, woher kommt es? Ist es wirklich auch das richtige Tool? Später vielleicht mal mit Einlog-Überprüfung. Und was man natürlich immer machen könnte, ist generell eine Konfigurationsliste zu erstellen, ob dieser User, welche Tools auf dieser User überhaupt ausführen. Also es mag ja durchaus Umgebungen geben, in denen man, eine Handvoll Tools halt eigentlich mehr ausführen darf und mehr halt nicht. Ja, und dann war es das halt. Gut, dann gibt es jetzt eigentlich auch nicht so viel zu sehen. Das ist halt das Exec4-Hooking. Haben wir halt hier unten, wird dann letztendlich, das ist so der interessanteste Part, wird halt das Ganze in der Liste mit eingetragen, wo halt das Binary mit dem Pfad, die UUID und halt der Kernel Prozess halt mit übergeben wird. Das wird einfach für eine spätere Überprüfung notwendig. So, ja, ich habe jetzt eigentlich schon erklärt, wie es funktioniert. Genau, kommt eine Tele-Q, Socket, ist es drin. So, genau, jetzt gibt es noch eine kurze Demo. Beziehungsweise gibt es soweit irgendwelche Fragen?
Normalerweise. Ja, super, das ist auch gleich gecrashed. Man sieht eindeutig, das ist ein sehr guter, sauberer Code. Und ich werde jetzt mal das System neu starten. Also, das passiert. Normalerweise sollte das nicht tun. So nicht tun, das sollte tun. Ja. Also konnte die Analyse tatsächlich nicht. Ja. Vielleicht. Ganz klar. Wäre durchaus eine Möglichkeit. Also muss man nicht alles im Kernel implementieren, ist dann die Frage. Also habe ich soweit an der Stelle noch nicht gedacht. Ich würde es wahrscheinlich erstmal im Kernel implementieren, um mir das Ganze anzugucken, auch wie es dann gemacht wird. Ich würde sogar fast behaupten, es gibt dafür die entsprechenden Funktionen. Also sagen wir es mal so, normalerweise wäre es schön, wenn einem das Modul oder irgendwelche Module, die man schreibt, generell nicht um die Ohren fliegen. Ne? Und natürlich nehmen Bugs auf mit der gewissen Komplexität des Codes zu. Das Argument aber, das nicht unbedingt im Kernel Space haben zu müssen, weil man es irgendwie im User Space machen kann. Also man kann das durchaus machen, müsste dann aber, ist halt abhängig davon, ob es an der Stelle Sinn macht. Also vielleicht gäbe es ja auch dann zum Entwicklungszeitpunkt zur Überlegung, okay, es würde mir als Angreifer einfacher fallen, irgendwie im Userland diesen Prozess zu manipulieren, als irgendwie im Kernelland. Gäbe es vielleicht irgendwie so eine Überlegung. Also solche Geschichten. Aber ganz klar. Nun mal dann schauen, wie es ja weitergeht. War es das? Alter? So, schauen wir mal. Versuch 2. So, great. Es hat funktioniert. Genau, das ist jetzt noch jede Menge Debugging mit dabei. Das ist, wobei das war jetzt eigentlich nur das Python-Script, was letztendlich die entsprechenden Kontrollvariablen setzt. So. Und ja, Punkt 1 ist enabled, ne? Ganz relativ offensichtlich, was das tut. Dann gibt es den Fascist. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich diese Option so drin lasse, aber es vielleicht umbenenne. Man kann sich auch mal den Spaß machen, ob irgendwie nach Fascist irgendwie durch verschiedene GPL- und BSD-Code zu grippen. Findet man. was Fascist letztendlich macht, ist, lässt halt nichts mehr an raus. Das heißt, wenn diese Option enabled ist, dann ist halt sämtliche Netzwerkkonnektivität einfach mal von dem System ausgestellt. Dann gibt es halt diese Unterpunkte. Also hier wird praktisch ein komplett anderer User angelegt, das sieht immer so aus, auch mit der entsprechenden UID. Und die Applikation, die dieser User jetzt benutzen darf, beziehungsweise ein Prozess, der mit dieser UID gestartet werden darf und Netzwerkzugriff bekommt. Also, das ist halt eher offensichtlich, wenn man sich einloggen, wenn man die Account benutzen möchte, will man auf jeden Fall auch Root haben. Und als Config braucht diesen Zugriff auch. Naja, und Login hilft auch. Dann gibt es ja so ein paar andere User, die sollen halt aber erstmal nicht. Und dann hat hier so ein Test-User. Dann können wir vielleicht mal ein praktisches Beispiel.
eine etwas ungestellte Fehlermeldung. Das heißt, wenn das Login jetzt nicht so komplett überlaufen wäre, wie es immer noch ist, leider, hätte man auch besser gesehen, was da jetzt gerade passiert ist. Das muss alles noch ein bisschen korrigiert werden. Das ist nicht so hübsch. Das ist gerade doch sehr, sehr verbose. Also, maximal verbose praktisch. Genau, das ist letztendlich so ein typisches Szenario. Ja. Ich habe halt irgendwie irgendeinen User. Und dann sagt halt, ja, okay, das und das tut auch so, aber halt das nicht. Ne? Ich könnte genauso den User verbieten, nachher irgendwie bei SSHP wieder einzuloggen. Ja, das ist halt auch, kann man natürlich auch anders machen, man kann zum Beispiel den Account einfach disablen. Vielleicht Sinn machen. Würde theoretisch aber auch gehen. So, und das sind so, Moment, so glaube ich, die Hauptsachen, die man darüber machen kann. Ja. Also, ich glaube, dass man darüber eine sehr, sehr kleine Kontrolle irgendwie reinbekommt für seine Systeme. Und was mich persönlich halt, was halt auch so ein bisschen der andere Antrieb an der Stelle war, das Ganze zu entwickeln, war halt zu gucken, welche Applikationen eigentlich irgendwie ständig Netzwerkzugriff auf mein System haben wollen, obwohl sie sie überhaupt nicht benötigen. Ja. Und was mir im Moment noch so ein bisschen fehlt, ist halt einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, also diese Applikation darf schon mit dem Netzwerk reden, aber halt nicht mit jedem. Also ich sage mal zum Beispiel eine Applikation wie VirtualBox, die jetzt halt gerade drauf läuft, soll natürlich schon irgendwie mein System Netzwerkzugriff bereitstellen, aber nicht jeder VirtualBox-Prozess oder nicht alles, was von VirtualBox kommt, möchte ich vielleicht, dass es irgendwann nach draußen geht. Und das ist dann so eine Übung für später, sowas noch so mit zu implementieren. Ja. Das war eigentlich schon eine Demo. To-Do habe ich ja schon ein bisschen drüber erzählt. Ich glaube, vielleicht haben wir schon alles, was hier steht. Nee, alles noch nicht. Und zwar, fangen wir anders an. Ich weiß nicht, wie viel ihr in dem Bereich gemacht habt, so solche Konstrukte zu umgehen. Fällt dann irgendwann irgendwas ein, wie man es jetzt so auf Anhieb schon umgehen könnte? Ich will noch mal kurz erklären, wie es funktioniert. Vielleicht, weiß ich nicht. Also, das Ding ist also wahrscheinlich, ich denke halt immer an sowas wie Ptrace oder Unix. Halt irgendwie meinen eigenen Code in einen anderen Prozess injizieren. Und das ist auf jeden Fall eine der Sachen, wo ich überlegen müsste. Aber bei der Geschichte halt ganz klar sagen, wie würdest du das aber auf Unix machen? Aber vielleicht halt mal später darüber mal. Ich würde es halt einfach mal Ptrace machen an der Stelle. Ne? Und das wäre eins tatsächlich der Probleme, was man natürlich machen kann, ist irgendwie Prozesse im Generellen zu sagen, okay, der Prozess hier darf nicht gepetraced werden. Das funktioniert natürlich. Aber muss man halt mal schauen. Und dann halt vielleicht so ein bisschen irgendwie der Jail-Support wäre auch ganz schön. Und der Code muss unbedingt mal gesondert werden. So, das mit dem Downloading ist ein bisschen blöd. Ich hoffe, dass ich jetzt in dieser Woche dann endlich mal eine komplett funktionierende Version irgendwie vor allem mit der, die ein bisschen besser zu lesen ist, fertig mache. Die kriegt man auf jeden Fall auf SourceForge und auch auf Byte-Titel. Dann wird es dann vielleicht den Link zu SourceForge geben. Und wenn das dann ist, das Ganze dann natürlich relativ zügig dann irgendwie in den FreeBSD-Repository reinkommen. Wer da halt irgendwie total Interesse daran hat und das unbedingt ausprobieren möchte, weil es irgendwie cool ist oder weil man es halt haben möchte, für seine Systeme, sagt mir einfach Bescheid, dann würde ich euch vielleicht auch einfach eine Mail rausschicken, wenn es halt tatsächlich das erste saubere Release dafür gibt. Das war's. Das ist die Range. Fun Flames at uns Bier. Irgendjemand? Nein. Sexuelle Angebote. Gut, dann war's das. Danke.